Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted. Mit dem nächsten Rennen. Das Strikern haben wir ja. Dann haben wir zwei Wetterrennen, bei dem das sie mich angekreuzt hat, weil ich das zweimal wiederholen musste. First Try und das auch First Try. Mama. Na komm. K.O.-Rennen. Bringen wir es hinter uns. Hey, der links hat. Warum hat der in Wagen nehmen erst ab Stufe 3, also nachdem er Nummer 3 besiegt hat, freigeschaltet? Warum hat er so einen Wagen? Warum hat er den Porsche Carrera GT? What the fuck? Warum? Sowas ist dezent scheiße. Also, solange nicht einer mit meinem Wagen herumfährt, ist alles okay. Dann würde ich das Spiel instant alt F4 deinstallieren, wegschmeißen. Nein, würde ich nicht. Erst wenn das Let's Play zu Ende ist. Aber diesmal wird es hier keine Folge geben, aka ich werde eure Wagen tunen. Weil es einfach hier zu wenig Auswahl gibt. Kann man nicht so hübsch machen. Obwohl es teilweise dann doch durch die ganzen Vinyls und so intensiver ist. Aber naja. Beim nächsten, beim Pro Street, was ich spielen werde, da kann man das noch mehr individualisieren mit den Vinyls. Da man die da verschieben und verkleinern und vergrößern kann. Hat man ein bisschen mehr zur Auswahl. Glaube ich zumindest, dass es so war. Ging das auch schon bei Carbon? Ich weiß es nicht. Oh, Carbon habe ich so wenig gespielt. Glaube ich, habe ich schon mal gesagt, wie ich Carbon gespielt, durchgespielt habe. Ich glaube zweimal oder maximal dreimal. Okay, erste Runde ist vorbei. Joey ist rausgeflogen. Joey Wheeler. Oh, der sollte halt, hätte halt eben nicht von Yu-Gi-Oh! Zum Rennfahren umsteigen sollen. Ah. Als du Land ist er ja ganz gut, aber so jetzt. Hätte schief gehen können. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Was habe ich da für eine Scheiße gebaut? Was baust du denn eine Scheiße vor mir? Warum? Ja, alles klar. Alles klar. Warum lasse ich mich so sehr von denen beeinflussen? Warum? Warum tue ich dies? So, und jetzt hau ab. Du war Porsche. Ich frag mich ja, warum das immer hier, warum muss ich hier ein Porsche ist und nicht Ruf. Oder Ruf. Oder wie auch immer die ausgesprochen werden. Also die Sportvarianten von Porsche. Die gibt zum Beispiel in The Crew. Da gibt es kein Porsche, da gibt es RUF. Okay, der Porsche ist rausgeflogen. Willy? Weil? Wille? Irgendwas. Okay. Also nur noch der. Ist das der VRX Impressor? Sieht zumindest so aus. Wie gesagt, der hat sehr starke Ähnlichkeiten von der Optik her wie der Nissan Skyline. Also empfinde ich so. Hinten die runden Rückleuchten, vorne. Ja. Ich habe den nicht getunt, sonst hätte ich jetzt einen Bildvergleich hier mal reinschreiben können. Oh, diese Kurve. Ich habe die komplett vergessen. Ich habe die wirklich dezent vergessen. Hey, das wird knapp. Das wird scheiße. Ah, danke schön. Danke fürs Anschieben. Ich sollte nicht so scheiße fahren.
Ich muss auf die Straße achten. Die Minimap und so. Diese Kurve hat mich total rausgehauen. Ist das mir jetzt schon öfters passiert, dass sie mich so rausgehauen hat? Ich glaub schon. Aber hier auf diesen Strecken, ja, da hole ich stark auf. Zeit und so. Von daher wird das jetzt auch höchstwahrscheinlich ein First Try, ja, wird ein First Try. Außer es passiert noch irgendwas extrem krasses, aber dann, nö. Juti, Karotti. Das ist süß. 6,6 Kilometer nur insgesamt. Das ist echt klein. Hä? Ach, hinter... Oh Gott. Ich bin jetzt das ganze Zeit so gewohnt gewesen, dass wir alle nebeneinander gestartet sind, dass ich mir gewundert habe, hä, wo sind die anderen? Ich halte hier nur einen Gegner. Warum wird da oben rechts 4 angezeigt? Boah, ich war gerade überverwirrt. Heilig. Ich glaube, es gibt doch ab und zu Rennen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier auch ist. Dass es so, wirklich 1 gegen 1 ist und nicht gegen einen Boss. Also gegen den Blacklist-Gegner. Bin mir aber nicht mehr sicher. Wie gesagt, das zu ist, das will wirklich zu lange her. Ey, lass mich. Ich sollte mal was trinken, ey. Ich merke, wie mein Hals trocken wird. Nein. Dann zieh dich. Der Gegner Ram oder so bringt ja auch nichts mehr, weil ja, man wird dort deutlich auch total ausgebremst. Oh. Die Kurve habe ich auch schön bekommen. Die war schön. Die war wirklich schön. So, hier wieder Gas geben und Sprung. Ui. Schön langer Sprung war das. Das war nicht so schön, dass ich dagegen gestoßen bin. Oh, die Kurve habe ich fast perfekt bekommen. Durch den Speedbreak. Nur fast. Okay, perfekt wäre wahrscheinlich doch was ganz anderes gewesen, aber ist egal. Ist gut geworden. So. Jetzt kommt die letzte Runde. Jetzt kommt alles entscheidend. Wenn ich das jetzt verkacke, dann ja. Heißt das, ich darf es nochmal machen. Bäh. Schon wieder dann. Huch. Okay. Warum irgendwann man so einen Hügel da reingebaut hat? Wahrscheinlich ist das schon so bewusst, dass man halt dem da nicht durchrast oder so, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Macher von Rockport sich da gedacht haben, wie das realistisch ans echte Leben sein soll. Da gibt es ja auch solche Partenstopper, Bumper, Hügel, vor allem auf Parkplätzen und so, dass seitdem da nicht mit 50 km/h durchrast, sondern halt eben mit Bedacht. Und wir haben es geschafft. Mit Bedacht geschafft. Oh, cool. Hat sich sogar gereimt dann. Hehehe. So, Maut, Radarfalle. Ansonsten, okay. Das letzte gegen die KI. Gegen meine Mitgenossen. So, Nitro aufheben. Für die Radarfalle, die gleich kommt. Da vorne kommt sie nämlich schon. Okay, jetzt 280 habe ich gut hingelegt. Vorgelegt. Yep. Mit 50 km/h Abstand. Was haben die gemacht? Schlafen? Ja.
Alter. Wogegen auch immer ich gerade gefahren bin, das mich so heftig ausgebremst hat. Das war knapp. Das war ich wirklich knapp. So. Hier. Okay, da kommt die nächste. Sehr schön. Okay, hat mich die Kurve gut nehmen lassen. Und so viel Geschwindigkeit habe ich auch nicht davon dadurch verloren. Schön, dass ich hier so nach links abgeprallt bin und ich war festgesteckt. Okay, 50 km/h Abstand. Das heißt, 5 Sekunden könnte ich hinter den zweiten sein. Derzeit. Okay, es sind jetzt 51 km/h. Low Rider, okay. Wo ist denn High Rider? Nein, ich fahre halt jetzt nicht durch. Da habe ich keine Lust, die Abkürzung zu nehmen. Weil ich habe Angst, dass ich da irgendwo fest, mich festgefahren hätte. Okay, locker gewonnen. Sehr schön. Etwas dazu werden. Ja, ich kann auch unsere meine Wagen noch verkaufen. Ja, meine alten Wagen. Ich habe einen alten Wagen. Ich verkaufe hier nichts. So, minimal, maximal. Okay, machen wir erstmal die minimalen. Machen wir erstmal den, das, die, dort. Und danach die scheiß Meilensteine. Das wird lustig. Das wird echt lustig. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, was die Meilensteine sind bei Case. Ich habe übrigens gesehen, dass es Case nur die Abkürzung von Kamikaze ist. Aber... Katze? Kase? Ja, sagt man Kamikaze oder Kamikatze? Kamikaze sagt man, oder? Ja, Kamikaze. Ja, dann habe ich sie falsch ausgesprochen, dann sage ich jetzt Kase. Aber Case hört sich auch gut an, also von daher. Das war knapp. War ganz knapp unter 10. Ist das schlimm, wenn die Nase juckt? Und jetzt juckt sie woanders. Willst du mich verarschen, Nase? Die mich verarschen. Den Eingang hätte ich jetzt sonst nicht gesehen. Hätte ich mir die Nase nicht gekratzt. Und pausiert. Ey, das gibt's doch jetzt gerade nicht. Erst juckt die eine Sache, dann juckt die nächste. Und jetzt juckt wieder was anderes. Ach. Gibt es nicht irgendwie so eine Sache, die ein... die so dieses Jucken komplett verhindert überall. Ich wollte nicht gegen dich fahren, Müllauto. Tut mir leid. Ja, ja, beeil dich. Ich beeil mich ja schon. Geht nicht schneller. So, hier lang und dann ziehe ich Abkürzung. Meine Stimme versagt schon wieder. Gibt's doch nicht. Wieso versagt meine Stimme schon wieder? Immer diese Stimmversagen. So ein Versager. So. Jetzt haben wir keinen Beeil dich, der uns das nervt. Gibt's euch nicht. Warum nervt denn sowas? 1:50 bis. Oh Gott. Wo ist diese letzte Mautstelle? Am Arsch der Welt. Ja, im Ziel ist. Ja klar, aber trotzdem. Ewig entfernt. So, wir hatten jetzt ein Rennen. Bei dem hatten wir die erste Mautstelle nach 60%. Und jetzt hatten wir die vorletzte nach 60%. Seht ihr da irgendwie einen Zusammenhang? Tschüss, Kartons. Falls irgendwas Wichtiges drin war, dann ist es jetzt
Ja, kaputt. Tut mir leid. Nein, tut mir nicht leid, aber trotzdem. Wer stellt doch seine Kartons genauso hin, dass man durchfahren kann? Warum macht man das? Warum waren die Kartons nur Luft? War die Luft so wichtig? Wenn die Luft wichtig ist in den Karton, dann hätte man sie vielleicht luftdicht verpacken sollen. Und nicht in den Karton, wie das Luft durchlässt. Oder lässt Karton Luft durch? Zu gewissen Teil schon ja. Aber bei dem, wenn man alle Löcher oder so zustopft, wenn sie abklebt, kann da noch Luft wirklich entweichen? Ich weiß, hätte da eins Feuer rechts rein können, aber wollte ich jetzt nicht. So habe ich jetzt, ich habe überlegt wegen der Luft. Mein Auto ist gut versteckt, muss ich sagen. Wirklich. Dip, dip. Ja, ist gut. So, dann noch das und dann unten rechts. Dann haben wir alle Rennen. Warum ich alle Rennen mache? Ich will das Geld. Ich brauche das Geld. Wenn ich mir meinen letzten Wagen hole, brauche ich alles Geld. Um den sofort instantieren zu können. Oh, wir fahren auf der Rockport Autobahn. Das ist auch mal so was Neues. Ups. Haben wir noch nicht. Haben wir das schon mal gemacht? Außer jetzt direkt ganz am Anfang. In der allerersten Folge. Da sind wir teilweise über die rüber gefahren, weil, ja. Hat er dem dazu gehört? Ah, schade. Ich dachte, ich kann die Kurve ganz Zeit perfekt kriegen, aber nein. Sollte so nicht sein. Links lang ist kürzer. Hier ist das Stadium. Also noch ein anderes Stadium. Deine war Football und das hier ist irgendwas anderes. Keine Ahnung. Vielleicht kann das auch irgendwas anderes gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ey, ich sehe nichts. Oh, Sonne und dann ist hier alles abgesperrt. Ey, das ist sehr unvorteilhaft. Wirklich unvorteilhaft. Was mich halt eben so an der Rockport-Autobahn nervt, man muss wirklich teilweise sehr oft bremsen. Man kann hier nicht irgendwo Höchstgeschwindigkeit aufbauen. Also jetzt hier vielleicht. Das finde ich an der Rosewood-Autobahn wesentlich besser. Die ist auch wesentlich breiter und angenehmer zu fahren als die hier. Die ist hier mehr verschlungen. Das ist nicht toll. Nein, das war zu früh. So, jetzt kann ich hier. Alles erstmal weg. Alles weg. Rausverkauf. Was? Schlussverkauf? Alles muss raus. Schlussverkauf, alles muss raus. So. Rausverkauf, ja. Ich mixe auch mal gerne Worte zusammen. Ich glaube, es gab auch ein Mautstellenrennen, das beide Autobahnen verbunden hat mit der maximalen Länge, die möglich ist. Ich glaube, das ist das Rennen gerade. Muss nochmal nachgucken. Ich finde, wenn man von Teufel redet. Das sieht mir fast nämlich so aus. Oh, das gewittert schon wieder. Ah, wenn es im echten Leben auch so oft gewittern würde. Ah, das wäre schön. Verdammt. Also, ich habe mich erschreckt, deswegen bin ich dagegen gefahren, weil es gewittert hat. Ja, damit habe ich gerechnet. Aha. Bitte schlag mich nicht. Ich habe das nicht verdient. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Habe ich es denn verdient? Schreib es doch in die Kommentare. Okay. So, jetzt erstmal nachgucken. War ist das, was ich. Das war das hier? Ja, gut, es hätte wahrscheinlich noch eins. Irgendwo hier ist, glaube ich, noch irgendwo eine Mautstelle. Irgendwo so da. Auf jeden Fall hier nach. Irgendwo ist hier noch eine Mautstelle. Sogar vielleicht sogar zwei. Ja, tatsächlich, das ist echt
Ja, das, was ich von dem ich geredet habe. Wow. Ach ja, man sieht da übrigens überall, wo man die maximal, was für eine Höchstgeschwindigkeit man hatte. Hier war das 333. Wow. 23332. Lol. 1039. Naja. Gut, letzte Mautstein-Rennen. Dann haben wir alle Mautrennen hinter uns. Mautstein-Rennen. Yum, yum, yum. Wieso haben wir alle Rennen hinter uns von der Case? Oder Ka. Ja, Case. Case wollte ich sagen. Gut. Habe ich mir ja nie versprochen. Ich wollte nicht Katze sagen oder Kase. Man sagt wieder mal Kamikaze. Ich weiß nicht, hat man Kamikaze oder Kamikatze? Kamikaze-Angriff. Kamikaze-Angriff? Scheiße. Wie habe ich das denn immer ausgesprochen? Boah, das macht mich echt kaputt verrückt. Nein, 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 nein. Verdammt. Ah, ich dachte, ich habe noch genug, hätte genug Nitro geben können, dass das nicht passiert. Naja. Es ist trotzdem über 10 Sekunden. 14:05, okay. Das heißt, Spieler bei 14:04. Ist unglaublich, ey. So. Dann noch jetzt links. Dann fahren wir über. Schon wieder die Autobahn, okay. Ja, warum nicht? Soll mich nicht stören. Glaube ich. Vermute ich. Wird wahrscheinlich so sein. Okay, nur kurz über die Autobahn. Alles klar. Ich mag diesen Tunnel hier. Ich mag den. Da kann man so schön Gas geben. Ich gebe Gas, ich habe Spaß. Bankenviertel, okay. Bin ich ja gerade durchgefahren, ohne dass was passiert ist? Okay. Und warum nicht? Und wieder auf die. Warum ist das teilweise abgesperrt? Was soll der Scheiß denn? Aber vor allem, warum ist es so abgesperrt, dass man erst runterfahren kann, dann sieht, dass es abgesperrt ist und dann. Ja. Okay. Hallo Polizei. Herr Sturm hat ja gesagt, mein Entfernungslevel wurde runtergesetzt. Stufe 1 schon wieder. Ja, natürlich halte ich nicht an. Okay, 50.000 Sachschaden vor ein paar Minuten kommen, das kann ich. Das krieg ich hin. Ja, vor 3 Minuten, okay. So. So viel Spaß damit. So. Die 3 Minuten habe ich. So, was haben wir noch für Meilensteine? 75.000 Kopfgeld, 50.000 Sachschaden, ja, 8 Straßensperren. Und machen wir mal Radarfallen. Machen wir mal zuerst die Radarfallen. Ich habe es oft genug jetzt erlebt, dass bei den Radarfallen ich irgendwelche Gegner hatte. Quatsch. Weil ich eine Polizei hatte, von daher. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Sehr schön. So spricht man die also aus. Casey, okay. Kamikaze. Ah. Okay, dann machen wir trotzdem noch die letzten Meilensteine. So. Das wisst ihr, das Problem ist, ist allerdings wieder der Anfang. Stufe 1 Wagen. Will man das wirklich sehen? 10,96 bei einem Verdächtigen. Er weiß ja nicht sonst machen, außer fliehen.
Ernsthaft? Ey, wie dämlich sind die denn? Ja, wenn du auch so dämlich fährst, also, ganz ehrlich, bescheuert sind die Teile. Dieses. Do not pass, er ist zu spät. Hallo, ich fahr nicht da rechts lang. Was soll man dazu noch sagen? Ey, du hast mich gerammt. Ich hab dich nicht gerammt. Du hast mich gerammt. Jetzt habe ich dich gerammt, ja. Ja, schön, dass du mich hast. Stufe 2, immerhin. Immerhin. Straßensperre Stufe 2. Okay, das ist extrem selten. Extrem. Okay, alle drei. Alle drei Verstärkungseinheiten sind jetzt gerade bei mir. Ihr treibt es mit mir wieder mal in der Enge. Ist unglaublich. So ein bisschen an der Wand treiben. What the fuck? Wie viele Straßensperren? Komm jetzt auf Stufe. Oh, danke, LKW. Der LKW hat mir komplett freigeräumt. Ja, so ein Kisten, keine Baumstämme. Oh. Muss niesen. Entschuldigt. Komplett eh gleich noch ein Nieser. Ich kenn mich. Das heißt aber nicht, dass du hättest hart bremsen müssen, deswegen. Sind die gerade irgendwie despawned? Ich glaube, die Antwort ist ja. Nur teilweise despawned. Tschüss, Undercover. Ich bin nicht schnell. Ich habe gerade abgebremst und so, weil ich gegen die Wand gefahren bin. Meinen schnellen Sachschaden, immerhin. Wie viel Strafe? Das ist echt mehr als jemals zuvor. Staatsbehörde, okay. Ja. Wollte schon sagen. Wollte so ein Jet brauen. Alter, wie oft denn? Dreimal kam jetzt diese Katze. Dreimal. Ist heute Tag der Straßensperre? Ernsthaft, ich hatte noch nie so viele in der kurzen Zeit. Oder liegt es hier an Rockport? Oh nö. Oh nö. Verdammt. Meile died. Oh, Straßensperre. Straßensperre. Naja, was soll ich machen? Ich fahr mal neulich vorbei. Dankeschön. Oh, das war gerade knapp. Oh, hi. Dankeschön. Wäre sonst echt langweilig geworden. Aber dezent langweilig. Ich glaube, das echt liegt an Rockport. Weil so viele Straßensperre sind echt nicht normal. Ich hab mich gerade gekratzt, was ist das für ein Trick? Er kratzt sich und so ist ja der Polizei entkommen. Vielleicht gibt's eigentlich noch schwere SUVs? Müsste es eigentlich. Oh, es sind da zwei, die mich verfolgen. So, und ihr, bitte. Nee, doch nicht. Kann er nicht auch seine Ladung verlieren? Du gehst mal kaputt. Du gehst mal kaputt, hab ich gesagt. Doch nicht. Vielleicht gehe ich ja kaputt. Oh, Verstärkung ist da, sehr schön. Ja, komm mal her. Ja, komm mal vom... ich nicht. Okay, ich muss abhauen. Nächste Abbieggelegenheit wird genommen. Da haben wir die. Das. Hi. Straßensperre. Hi, LKW. Das war dämlich. Alles, ich fahr rückwärts. Das sah gerade gefährlich aus. Dezent gefährlich. Gott, ich will hier lang. Tschüss. Falsche Richtung. Bin ich auf der Autobahn? So, nein. Ach, der Pech. So, ich will rechts rein. Oh, hi. Ich will das hier. Ah, das hat sich schmerzhaft angehört. Oh nein. Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen. Können wir schon auf Stufe 5 kommen? Ich glaube nicht. Ich glaube noch nicht. Gut. Oh nö. Ausgerechnet jetzt. Du siehst mich nicht. Du siehst mich.
Du siehst mich. Ah, er hat mich gesehen. War ich gerade unsere Straßensperre? Nein, ich gehe da nicht lang. Jetzt komme ich wieder auf die Autobahn. Und die Autobahn will ich nicht. Nagelsperren brauche ich auch nicht. Ich will nur entkommen. Bitte. Bitte lasst mich entkommen. Das Schwierigste ist dann immer, nicht diese Ziele zu erreichen, sondern wirklich das dann schlussendlich das Entkommen. In der Zeit, in der man entkommt, hat man die ganzen Ziele dann auch geschafft. Ah, Tankstelle, wie wär's damit? Mächtiges Badaboom. Was mir schon mal passiert ist, ich habe so einen Verfolgungsstopper benutzt, dann war da eine Straßensperre mit einem Nagelband. Und ja, durch diese Autofahrsequenz, die man dann hat, ist das Auto natürlich genau durch die Nagelsperre gefahren, als ich wieder die Kontrolle bekommen habe. Und dadurch richtig Arschkarte gehabt. In Carbon ist es nicht so schlimm. Da kannst du wirklich noch entkommen, wenn du durch die Nagelbänder gefahren bist. Bei Maus 20 hast du Arschkarte. Wie hatte ich das nicht benutzen können? Ja, ja, Reserve. So. Gab's nicht irgendwas, was zu verstecken? Ich glaube nicht. Ah doch. Sehr schön. Puh, 200, eine Viertelmillion Kopfgeld nochmal bekommen. Sehr schön. Haben wir das geschafft? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Außer Rasenrücksicht zu fahren haben wir alles. Ja. Nee, ist halt eben dieses ab einer gewissen Geschwindigkeit. Aber das hatte ich jetzt nicht wirklich. Wir können Jules. Quatsch, Jules. Jules hatten wir zuletzt. Das war Jules. Jetzt haben wir KZ. Herausforderung. Was machen wir erst in der nächsten Folge? Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.